Eine Gerichtsvollzieherin hat Paul Richter und Michael Weber um Hilfe gebeten. Verständlich, denn der Schuldner schreckt vor nichts zurück, um sich die Frau vom Leibe zu halten. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind die Frau Rademacher. Ich bin die Frau Rademacher, ja. Genau. Ich bin Gerichtsvollzieherin. Hier ist mein Schuldner, der Herr Schneider, der mich die ganze Zeit hier bepöbelt, mich nicht fragt. Und jetzt auch schon, ja, Sie sehen ja, also ich komme hier auch nicht. Herr Schneider. Reicht jetzt, ne? Komm mal hoch, ne? Reicht jetzt, ne? Um die Situation zu deeskalieren, reden die Polizisten zunächst alleine mit dem Mann. Dabei wollen sie klären, warum er so ausgerastet ist. Herr Schneider, mach nochmal Tür auf. So, guten Tag. Die Polizei. Können wir mal kurz reinkommen, Herr Schneider? Ja, kommen Sie ruhig rein. Ja? Danke. Das ist ja nett. Sind Sie alleine hier, Herr Schneider? Ja, kommen Sie rein. Das ist nett, danke schön. Was ist denn los hier? Ja, wir haben ein Problem. Unten steht die Gerichtsvollzieherin, die möchte gerne mit Ihnen sprechen. Und jetzt haben Sie da oben aber irgendwas aus dem Fenster geworfen, die Dame sagt. Ach, aus dem Fenster geworfen? Ich habe da nur ein paar Sachen. Die mussten an die Straße gestellt werden, weil ich aber so gut die Treppe nicht runter kann. Herr Schneider. Aufhören mit Blödsinn erzählen. Wir sind nicht hier im Kindergarten. Wir haben selber gesehen, wie Sie die Sachen da runtergeschmissen haben. Erzählen Sie uns nichts, dass Sie die zum Sperrmüll dahin legen wollen. Was will die junge Frau denn überhaupt das von mir? Wissen wir nicht, das müssen Sie mit der bereden. Wir sind nur als Amtshilfe hier und alles Weitere macht die Frau Rademacher mit Ihnen. Ganz einfach, sprechen Sie mit ihr. Genau. Und dann ist gut. Und ich möchte hier Zwangsvollstreckung. Ja, machen Sie das. Herr Schneider, deswegen muss ich mich jetzt hier ein bisschen umsehen und muss gucken, was wir hier fänden können, um Ihre Schulden. Ja, Sie wissen doch genau, dass Sie Schulden haben. Ich weiß überhaupt nichts von. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wir sind von mehreren Gläubigern angeschrieben worden. Die haben Ihnen schon Zahlungserinnerungen geschickt. Sie sind da nicht drauf eingegangen. Sie haben das ignoriert. Jetzt haben Sie zuletzt auch einen Mahnbescheid vom Gericht bekommen. Darauf gab es keine Reaktion. Nein, das kann nicht sein. Doch, Herr Schneider, haben Sie ja Zustimmung bekommen. Ja? Oder gelben Schein bekommen, dann kommt der Briefträger und nimmt ihn das. Ist mir nicht bekannt. Der 50-Jährige gibt an, alleine zu wohnen. Da die Wohnung aber eher feminin eingerichtet ist, zweifeln die Polizisten an seiner Aussage und erhöhen den Druck auf den Verdächtigen. Ja, das ist jetzt nicht meine Wohnung. Ich wollte einem Kumpel einen Streich spielen. Oh. Ich wollte einem Kumpel einen Streich spielen. Aber das hat sich doch jetzt alles erledigt. Also Herr Schneider. Dann kommen Sie ein andermal wieder. Dann machen wir dann alles in Ruhe. Ja, dann machen wir das jetzt hier und Sie füllen das jetzt aus. Darf ich mal? Ja. Steht ihm viel besser so. Haben Sie das schon gut vorbereitet, oder? Wenn Sie jemanden einen Streich spielen wollen, dann bereiten Sie das nicht so vor, dass ein neues Namensschild an der Tür hat. Wohnen Sie hier im Haus? Ja. Wo wohnen Sie hier im Haus? Oben. Frau Rademacher, wir gehen jetzt mal zu der richtigen Wohnung. Da ist nicht aufgeräumt, da müssen wir jetzt nicht hoch. Nee, Sie müssen ja Frau Rademacher aufräumen. Nein, Herr Schneider, da ist das nicht der Spüler rum und dann legen Sie das mit. Lassen wir doch sein. Sind Sie jetzt ein bisschen kooperativ? Gehen Sie vor, sonst gehe ich vor. Und dann öffne ich nicht. Wir müssen nicht nach oben. Doch, Sie haben die Möglichkeit, die Wohnung zu öffnen. Herr Schneider, es geht hier um Ihren Eigentum. Den müssen Sie darstellen. Hallo? Was darfst du denn schon so früh, Jeanette? Ich hab doch gesagt, später. Was ist denn hier los? Ja, wer sind später? Sie sind die Frau Kolle, nehme ich mal. Ja. Ich habe das auf Ihrem Bild gesehen, ja. Hä? Das ist Ihre Wohnung, ne? Ja. Haben Sie die dem Herrn Schneider überlassen, oder? Ja, weil er wollte seinen Freunden Streich spielen, aber das ist ja ganz anders. Ja. Jetzt versteckt es. Ja. Also wir Streich ist ohne. Wir kommen später nochmal zu Ihnen. Okay. Ja, dann machen wir irgendwann mal. Okay. Abmarsch. Haben Sie sich das jetzt gedacht? Geh hoch, komm. Oh Gott, wir kommen gleich nochmal zu Ihnen rein. Alles dann, klar, danke. Klären wir das mit Ihnen. Ne? Das ist aber alles nicht aufgeräumt. Ja, Herr Schneider, das ist weniger unser Problem. Da haben Sie gedacht, dass ich jetzt bei Ihrer Nachbarin da die Sachen finde? Mhm. Der Herr Schneider hat hier versucht, zum einen die Gerichtsvollzieherin zu täuschen, und zwar über den Zustand seiner eigentlichen Wohnung bzw. den Inhalt seiner Wohnung. Hat dann einer Nachbarin Bescheid gegeben, sie gebeten, die Wohnung mal kurzfristig auszuleihen für ein paar Stunden, bis eben diese Aktion mit dem Gerichtsvollzieher vorüber sei. Hat nicht damit gerechnet, dass die Polizei mit dazu kam und dass wir da so ein bisschen spitzfindig auf den Zahn fühlen. Letztlich hat er damit versucht, sich aus der Affäre zu ziehen und im Prinzip keine pfändbaren Gegenstände vorzuzeigen. Ob das im Ende geklappt hätte, steht wirklich in den Sternen. Ach, wie weit geht das denn hier noch? Das ist mein Enkel. Ja, ist Ihr Enkel. Wir kommen kurz mal mit rein. Machen Sie Ihre Post auf. Oh, Tag, junger Mann. Na ja, scheinbar ja nicht. Komm durch. Ja. Danke. Ist noch jemand hier in der Wohnung? Nein, warum sind Sie hier? Ja, dann sind Sie, weil der Papa zwei, drei Sachen klären muss. Und du bist fleißig hier am Einpacken, oder was? Ja.
Was machst du da, Handys? Hm? Ja, ich verkaufe Handys. Du verkaufst Handys? Also meine Opa. Jetzt ziehen Sie auch noch Minderjährigen mit hier rein, also. Nee, das ist, ich bin von ein paar Kumpels, die Handys am Verkaufen. Machst du mal, wo haben Sie denn her? Weil ich... Wo haben Sie denn her? Herr Schneider, Ihr Enkel ist minderjährig. Wollen Sie die Zukunft verbauen hier? Die wollen mir gegeben. Mhm. Die Polizisten erkennen sofort, dass die Handys neuwertig sind. Schnell kommt ihnen ein Verdacht, der wenig später durch die Leitstelle bestätigt wird. Ja, Anna, dann brauche ich einmal hier vor Ort eine Abfrage zu einer E-Mail-Nummer. Geht um ein Mobiltelefon, weißes iPhone, ist EM 176949 8742. Ja, 427 für Arnold, komm. 427 hört. Smartphone wurde als gestohlen gemeldet. Des Weiteren vermisst der Herr Müller noch mehrere Smartphones. Der Herr Müller hat wohl ein Handy geladen und wurde überfallen. Und daher stammen scheinbar diese Smartphones auf jeden Fall die Nummer, die du mir gerade durchgegeben hast. Ja, bedankt. Wir haben ja auch mehrere Handys einsehen bzw. sichten können. Dann bitte einmal K für uns. Ja. Ich weiß nicht, was hier noch zu finden ist. Herr Schneider. Können Sie mal zur Herkunft der Handys sagen? Arnold hat mich gerade darauf hingewiesen. Also ich bin der Meinung gewesen, die wären alle von den Kumpels gewesen. Die haben die Mühe gegeben. Also, Sie wollen hier irgendeinem Freund einen Streich spielen, dann sind Sie für den Gerichtsvollzieher nicht reifbar. Dann haben Sie geklaute Handys, die... Ja, von Sie den Gerichtsvollziehern wusste ich überhaupt doch nichts. Ja, das liegt also, weil Sie kriegen eine Zustellungsurkunde. Sie Ihre Post mal öffnen. Das erklärt natürlich alles, ne? Wenn Sie hier Ihre Post nicht öffnen, dann wissen Sie natürlich auch nicht Bescheid. So, Sie haben jetzt die Möglichkeit, dass mit der... Gerichtsvollzieherin durchzuziehen. Sie können sich jetzt ja am Tisch setzen, dann machen Sie entweder den Finger hoch und unterschreiben das oder Sie sagen, das mache ich nicht. Fakt ist, letzten Endes müssen wir dann Vorlieb nehmen. Und wenn wir wissen, um welche Schadensaufstellung bzw. Titulierung es hier geht, dann müssen Sie mitfahren, dann müssen Sie in Ersatzhaft. Das weiß ich nicht, wie weit das vorgedrungen ist. Wenn dann Haftbefehl vorliegt, fahren Sie jetzt mit. Das müssen Sie mir jetzt sagen. Sie wissen ja, worum es geht. Ja, Kriminal. Was braucht ihr? Wie alt bist du? Wie alt? Wie bitte? Wie bitte? Ich bin der Joel Schneider. Nee, wie alt? 14. So, dann kommst du mal hier, Joel, und dann erklärst du mir mal, was du jetzt hier für einen Auftrag hattest. Also, mein Opa hat mir gesagt, ich soll die... Ja, geht aber nicht, Schneider. Was soll man machen? Zahlen und... Also, die Pakete sollst du alle fertig machen. Wo hast du denn die Adressen her, wo das hingeht? Hat mir mein Opa gesagt. Also, du musst doch schon fragen, warum du das machen sollst. Ah, noch 27. Man machst natürlich viel Blödsinn jetzt, ne? Du machst A, Person F, beschuldigter Schwein. Setz dich mal auf die Couch da. Ich hab Ratenverträge ab und dann ist die Waschmaschine noch kaputt gegangen. Ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr aus dieser Situation rausgekommen. Ja, das rechtfertigt doch nicht, dass Sie Ihren Enkel hier in so kriminelle Geschichten reinziehen hier. Warum haben Sie Ihren Enkel überhaupt mit reingezogen? Der hört. Können Sie das nicht selber machen, oder was? Ja, nur eine Frage. Können Sie nicht schreiben? Keine Ahnung, habe ich jetzt von dem Computerkram auch nicht. Okay, gut. Ja, wo sind jetzt die geklauten Handys her? Von Ihren Kumpels. Ja, es bedankt. Der hat doch keinen Haftbefehl auf dem Weg der Schuldsache. Ne? Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Also Herr Schneider, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die Karbache ist auf dem Weg. Also. Die wird hier alles sicherstellen und auf den Kopf drehen. Und dann wird die Sie fragen, also das Personal von der Karwache, was Sie damit zu tun haben. Und dann werden Sie von der Karwache mit auf die Dienststelle genommen. Und das können Sie sich ersparen, indem Sie den Kollegen von der Karwache erzählen, wie sich das jetzt zugetragen hat. Also ich habe mit Arno gesprochen, wir würden K kommen lassen. Ja. Wir können so lange hier warten. Ja. Bis dann können Sie den Papierkram hier erledigen mit dem Herrn Schneider. Herr Schneider, aktuell liegt gegen Sie, ich kann Sie beruhigen, noch kein Haftbefehl vor. Wenn Sie eine Schuldsache so lange verschleppen, kann das auch passieren. Dann wird irgendwann der Gerichtsvollzieher oder der Gläubiger diesen Titel so weiter verfolgen, dass Sie dafür in Ersatzhaft müssen. Ja, dann machen wir das jetzt. Grundsätzlich hat sich der Herr Schneider erstmal sehr ungebührlich verhalten. Er hat hier Sachen aus dem Fenster geworfen, weil wir da ein bisschen geladen drauf sind. Und vor allem, weil er uns ja gesehen hat, schreiben wir da jetzt was, weil er illegalerweise Müll abgeladen hat. So hat er uns das zumindest erklärt. Das ist erstmal nur eine Ordnungswidrigkeit. Da muss er ein bisschen Geld bezahlen, melden wir an die Stadt Köln. Das andere Ding ist, dass er hier vorgetäuscht hat, in einer Wohnung zu wohnen, die er gar nicht wirklich bewohnt. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass er uns hier gegenüber falsche Angaben gemacht hat zu seiner Wohnsituation. Das würde einen Straftatbestand darstellen, hat es uns gegenüber aber dann sofort eingeräumt. Also da sind wir ein bisschen am Schwimmen, das können wir nicht so machen. Was für uns aber sehr interessant ist, nachdem wir die Amtshilfe eigentlich geleistet haben und in seiner Wohnung waren, ist, dass wir da Mobiltelefone aufgefunden haben, die aus einem Raub bzw. aus einem Diebstahl stammen.
Diese Mobilgeräte wurden alle als gestohlen gemeldet. Zumindest gehen wir bis jetzt davon aus. K. wird das jetzt prüfen. Und dann wird da auf jeden Fall ein Päckchen draus geschnürt werden. Dann machen Sie Ihr Ding und wir warten jetzt auf die K. Wir warten hier und ich möchte mich gerade noch mit dem Joy unterhalten. Ja. Liebe Leute, was ist denn Platz hier? Mit Mama und Papa? Kommen die mal hier vorbei oder wohnst du hier fest oder wie sieht das aus? Nein, ich wohne bei Mama und Papa. Ich komme zu meinem Opa zum Besuch. Zum Besuch. Müssen wir die nämlich auch noch mal anrufen, ne? Die wohnen alleine hier? Jetzt hat der nämlich hier... Ja. Wusstest du nicht, dass die Handys geklaut sind, ne? Nein. Gut, damit bist du erstmal raus, das ist wichtig. Du musst dazu wissen, du bist 14 Jahre alt, du kannst nach Jugendstrafrecht behandelt werden. Das heißt, wenn du jetzt eine Sache machst, die du eigentlich nicht machen darfst, was klauen, irgendwelche Sachen verkaufen, die dir nicht gehören, dann machst du dich mit strafbar. Und das darfst du nicht. Jetzt wollen wir das mal so sehen, dass der Opa dir hier gesagt hat, pack mal die Sachen ein, dann können wir die verschicken, du hilfst ein bisschen mit. Da du da keine Ahnung von hattest, schreiben wir da auch nichts gegen. Ne? Also wir machen da jetzt keine Anzeige gegen dich. Paul. Okay. Müssen wir aber Mama und Papa auf jeden Fall mitteilen, damit die wissen, was hier mit dem Opa passiert ist. Paul. Ja? Ich gehe mal ganz kurz runter zu der Frau Kolle. Machst du das? Ja. Und dann erzähle ich dir mal, was überhaupt am Barrieren ist. Die weiß nämlich auch von nichts, ne? Nee. Ja, ist gut. Ja? Bist du so lange hier? Ich bleib hier oben. Okay, ja. Alles klar.